Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei einer weiteren Part Pokémon Feuer Grüne Edition. Jo, meine Freunde, wir sind hier vor dem Polizeihauptquartier. Ja, wir wurden im letzten Part festgenommen, da uns Team Shocket verpfiffen hat, weil wir bei denen Hausfriedensbruch begangen haben. Voll gemeine Sache, ey. Ohne Witz, Leuchtturm, Zutritt verboten. Na, das ist aber nicht gut. So, was gibt's hier Schönes? Nichts. Absolut nichts. Das muss jemand so vorbeibringen, hä? Dass ich hier von dieser verfluchten Insel komme. Okay. Wir haben schon drei VMs. Fleckmon. Fleckmon erlernt Surfer. Geil. Aber Shigi möchte Surfer auch haben, da es eine starke Attacke ist. Ah. Shigi sucht Surfer sein. Welche Attacke soll vergessen werden? Der Blubber natürlich. So. Und noch mehr Wasser-Pokémon. Tentacha. Scheiße. Scheiße. Ah, ich wollte doch nicht. Nein. Wenigstens kann man fliehen vom Tentacha. Obwohl Tentacha eigentlich schneller ist wie Fleckmon. Eigentlich. Okay, sind wir schon wieder hier unten von der Insel. Aber nicht, dass ich irgendwelche Trainer vergessen habe. Will ich nicht. Das will ich nicht. Ich will alle Trainer besiegen. Sind wir jetzt in einer weit entfernten Stadt mit einer Pokémon-Arena. Na? Ich finde irgendwie die Beunruhigung in der Nähe, das Polizeihauptquartier zu wohnen. Was, wenn eines Tages ein Verbrecher von dort ausbricht? Ach, wenn du wüsstest. Wenn du wüsstest, dass ich weg bin. Was meinst du damit? Nicht so wichtig. Vergiss, was ich gesagt habe. Und ich bin auch nicht gerade ausgebrochen. Ja. So, schauen wir mal, was hier so abgeht. Ich muss dringend aufs Klo, aber bei Pokémon-Grafiken gibt es keine Toiletten, wenn ich Nintendo in den Finger kriege. Stimmt. Gibt keine Toiletten. Ich bin letztens einfach mal aus dem Neugier in das Haus ganz rechts gegangen. Dort bekam ich einen Schock meines Lebens. Okay. Naomi? Jo, mein Enkel ist Trainer. Genau wie du. Sie trainiert Pokémon. Genau wie du. Denn sie ist Pokémon-Trainer. Genau wie du. Du bist Oma, genau wie du. Hä? Was? Ich muss kurz meinen Fleckmon heilen. Yeah! Dankeschön. Na, was sagst du mir? Wie jeder Wanderer lebe ich Gesteins-Pokémon. Sie sind sowohl runder als auch schwerer als ich. Das ist echt toll für das Selbstbewusstsein zu wissen, dass es noch Schlimmeres gibt. Das stimmt. Ich bin extra den ganzen Weg durch Empty Kesmi gegangen, nur um gegen einen Arenaleiter zu kämpfen. Doch jetzt ist er nicht da. Oh mein Gott, wir können nicht mal einen Orden gewinnen. Was gibt's hier? Na? Na, alles wird den Tag zu Tag schwerer. Ich auch. Dann solltest du weniger essen, mein Freund. Ich glaube, das würde ich mal so sagen. Na, Opi? Ich hasse Polizisten von Feuergrün. Sie wollen immer nur unseres Bestes, aber das kriegen sie nicht. Okay. Na, was sagst du? Na, Kind. Na, lass mich in Ruhe, hier läuft gerade Pokémon. Guckst du etwa den ganzen Tag fern? Na und, lieber fernfaul als radioaktiv. Wortspiel kennt ihr, lieber fernfaul als radioaktiv. Das war der, wo ich abgehauen bin. Was sagst du mir? Ich liebe den Farborange, das ist der einzige Grund, warum ich hierher gezogen bin. Sicher, dass du der einzige Grund ist? Ja, das liegt nur an der Farbe und hat nichts mit meiner Freizeitgestaltung zu tun. Oh, ja, ich weiß doch, ich hab das doch gelesen. Was gibt's hier? Na, Opi, ich habe den Bau für den Pokémon-Handel in dieser Stadt finanziert. Leider hatte ich nicht genug Geld für das Obergeschoss. Na, das ist scheiße. Hättest sparen müssen, mein Freund. Ey, das ist ein Pokéball. Ein Pokéball. Guck, ob wir in diesem Part Shigi entwickelt kriegen. Na, Maike findet Schutz. Da oben ist ein Weg, okay. Da ist auch noch ein Häuschen. Dann gehen wir mal hier rein. Was geht? Aua, pass doch auf! Hey, sind sie nicht Stylerins Mutter? Nein. What the fuck? Was haben die hier getrieben? Minderjährige haben hier nichts zu suchen. Okay. Portkassung Etablissement. Ich will da rein. Minderjährige. Ah, okay. Das ist ein Puff, wie das auch. Ein Puff. Ein Puff. Gehen wir mal. Das war knapp. Entschuldige, ich hätte besser aufpassen müssen. Willst du zum Arena, Leute? Er ist im Moment nicht da, aber vielleicht kann ich dir helfen. Nein, danke, ich habe kein Interesse an Orden. Mein Ziel ist es bloß, das E und die Pokémon zurückzuholen.
Hä? Nicht so wichtig. Ah, tut mir leid, ich heiße Fabian. Ich habe also keine Idee, dass ich allein könnte. Okay, du Noob. Was gibt's denn hier noch so schönes, feines für mich? Ein Pokéball. Findet Pokéball, ja. Und eine Höhle. Oh, hoffentlich habe ich jetzt nichts kaputt gemacht. Was war das? Betreten des Schalters verboten. Oh nein, du hast doch nicht einfach den Schalter gedrückt. Jetzt wird das ganze gesamte Welt untergehen. Ah, du bist schuld. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Nein, ich habe doch echt nichts gemacht. Ich bin ganz lieb. Ach, Geschwätz. Wir gehen jetzt einfach weiter. Oh! Hey, Maike, du bist mir unbedingt helfen. Stylerin, hier geht's mir langsam auf die Nerven. Ständig verfolgt sie mich. Kannst du nicht mal um sie kümmern? Warum frage ich überhaupt? Natürlich willst du. Beziehungsweise ich will, dass du willst. Ende der Diskussion. Oh. Na toll, was soll ich mit Stylerin? Bist du irgendwas zu irgendetwas gut? Seht dort, ist sie! Schnell, schnappt sie euch, bevor sie im Schicke davonfliegt. Aber Schickes können gar nicht fliegen. Schon. Es ist ein Zauberschigi. Oh nein, sie hat den Zauberschigi. Schnell in Deckung. Was zum... Egal, Stylerin, ich brauche kurz deine Hilfe. Versuch sie irgendwie aufzuhalten. Na? Pass auf eure Polizisten. Ich habe einen Urmel aus dem Eis. Das macht euch fertig. Ah, rennt um euer Leben. Ja, dafür ist sie gut. Echt sagen. Schon lange keinen Kampf mehr gehabt, hä? Das ist bloß ein Stein. Hast du wegen seiner auffälligen Lage im Item erwartet? Tja, Pech gehabt. Ja, genau. Jeder weiß, dass immer da eigentlich Items liegen. Warum wohl das? Nein. Was denn das für ein beleuchteter Kreis um mich herum? Kommt das von der Scheinwerfer oder was? Am besten ich suche mal den Typ, der hier diesen Scheinwerfer bedient. Dann kann ich ihm mal sagen, dass er den beleuchteten Bereich größer machen soll. Na? Na? Ey! Maike findet zweimal Supertrank. Oh, ein Kleinstein! Boah, hier kann Fleckmon geil trainieren. Surfer Fleckmon! Yeah! Sehr effektiv und down. Hier kann ich meinen Fleckmon... Boah, gibt das Erfahrung. Leck mich am Arsch. So, geh mal eins runter. Da ist der Scheinwerfer-Typi. Hi! Bist du dieser Scheinwerfer-Typ? Nein, ich habe mir nur einen leuchtenden Fass um den Bauch geschnürt. Natürlich ist es ein Scheinwerfer. Dann mach diesen beleuchtenden Kreis mal größer, so kann ich doch nicht von der Polizisten fliehen. Was? Nicht so wichtig, mach doch einfach den Kreis größer. Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das bisschen hilft mir gar nichts. Okay, dann mache ich den Kreis eben noch größer. Du kapierst es nicht, kann das sein? Ist ja gut, lass mich bloß in Ruhe. Ist dir das immer noch nicht genug? Du, wenn du willst, kann ich dich gleich durch den Tunnel tragen. Aber nur, wenn du mich dann endlich in Ruhe lässt. Ja. Hä, das hättest du wohl gern, was? Ja, hätte ich gern. Maike, find a trunk. Na, gibt's hier nix? Hallo, Zubat. Nur gegen Zubat... Nein, es ist scheiße. Gegen Zubat kann ich nicht viel machen. Außer tauschen. Hallo, Schicki. Autsch. Zubat mache ich zu wenig Schaden. Da komme ich auch nicht weiter. Hallo Kleinstein. Dich mache ich kaputt. Warum ist Kleinstein schneller wie ich? Nein. Egal, Kleinstein ist down. Und? Level up. Level up. Ja, Level 9, Fleckmon. Surfer, sehr starke Attacke am Anfang, muss man sagen. Und nee. Stärke. Wieder ein Zubat. Verdammt. Ich mag Zubats nicht. Schicki, los. Ah, Superschall geht daneben. Ich mach dich einfach kaputt. Tschüss, Tuba. Ein bisschen P, was nix bringt. Los, Stärke. Shit. Der bringt mir überhaupt nichts. Okay. Okay, ich komm hier raus. Ich hab schon gedacht hier. Wieder ein Zubat. Verdammt, ey. Ich bin leider langsamer.
Noch. Oh, hör auf. Hör auf. Hör auf damit. Hau einfach ab. Die EP-Punkte bringen mir eh nicht viel. Und ein Schutz. Geil. Mhm. Na, ist hier was? Hallo, Kleinstein. Surfer. Los, zack. Sehr effektiv, kritischer Treffer. 200 Dinge. Oh, Schaden. Leck mich am Arsch. Na, was gibt's hier unten? Nix. Okay, nur ein Weg. Ist dir schon mal aufgefallen, dass diese Felsen wieder an ihrem Ausgangspunkt sind? Wenn du die Leiter benutzt, ich bin derjenige, der sie wieder zurückschiebt. Du sollst mir danken. Du Arsch. Na, schick Kleinstein in den Kampf. Los, Fleckmann. Sofa. Autsch. Mach es kaputt. Und tot. Und Level up. Level 10. Wanderer schickt Zubat in den Kampf. Möchte ich das Pokémon wechseln? Ja. Shigi macht das. Los, Shigi. Surfer, los. Und Zubat down. Boah, fast. Schickt Kleinstein in den Kampf. Los, Fleckmon. Ja, hallo, Kleinstein. Surfer. Tschüss, Kleinstein. Und ganz viele EP für unser Fleckmon. Das ist verdammt anstrengend, weißt du das? Echt? Pech. Pech nimmt man das, ja? Oh, die Steine wieder. Nein, ich mag es nicht. So. Ha! Hier gibt's nichts. Geh mal weiter. Oh, oder auch nicht. Hallo, Kleinstein. Wie geht es dir? Nach dem Surfer nicht mehr gut. Ja, und jede Menge EP. Boah, fast ein Level up. Na? Steine. Na. Und Zubat. Kann ich jetzt endlich abhauen von dem Zubat? Ja, ich bin schneller wie ein Zubat. Ich glaube es nicht. Okay, das kann da runter, das kann da runter. Der muss dahin, der muss dahin, der muss dahin, runter. Okay. Oh, ein Wanderer. Nein, ich glaube, ich habe mich verirrt. Arsch. Düp. Wanderer schickt Kleinstein in den Kampf. Ein gefundenes Fressen für unser Fleckmon. Steinwurf, leck mir am Arsch. Egal, du bist down. Und Level up. Schick Kleinstein in den Kampf. Nein. Hallo Kleinstein. Nochmal ein Surfer. Down. Ja, mit Wasser-Pokémon hat man ja echt gut. Ich wechsle nicht, nein. Level 17. Was ist los mit dir? Was für EP-Punkte? Was ist denn los mit dem gewesen gerade? Muss ich jetzt nach oben oder nach unten? Naja, Level 17. Läuft. Ich will aber jetzt noch in dem Part noch was Passendes, dass was Passendes passiert. Also deswegen darf Shigi noch ein Level steigen. Superball, komm. Komm, gib mir ein. Zubat, na, gibt nicht genug EP. Oder? Surfer. Tschüss, Zubat. Es reicht. Shigi versucht bis zu erlernen, welche Attacke soll vergessen werden. Tackle. Hey, Shigi entwickelt sich. Glückwunsch, dein Shigi wurde zu Shilock. Yeah! Jetzt nicht mal mit Brille, sondern mit Schal. Ja. So läuft der Hase. So, jetzt haben wir wieder Fleckmann vorne, dass der wieder ein bisschen trainiert wird. Haben wir hier noch was Schönes? Jede Menge Steine, aber ich würde mal sagen, bevor ich hier die weiteren Steine mache, würde ich mal sagen, das war's wieder mit dem Part. Lasst die Bewertung da und im nächsten Part geht es natürlich weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.